Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Traveler's Rest. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, können wir denn irgendwas machen? Nee, können wir nicht. Hier brauchen wir auch Gäste dazu, das ist schlecht. Im letzten Part haben wir ja noch unsere Sachen bestückt. Wir haben auf jeden Fall wieder Bier zum Verkaufen. Aber wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir Kohle kriegen. Und ich glaube, jetzt haben wir auch genug Retter hier. So. Ja, wir haben einiges an Brettern. Sehr gut. Aber wir holen uns auf jeden Fall erstmal den kompletten Stein. Den brauchen wir dann für später, um unsere Bude hier auszubauen. Die Kohle braucht man natürlich zum Befeuern, das ist ganz wichtig. Also die ersten Aufgaben sind immer halt alles abfarmen und dann Kneipe aufmachen und Geld verdienen. Und ich werde ohnmächtig, ja ich weiß, ich muss vor 3 Uhr ins Bett gehen. Das hab ich mitgekriegt, das kann eigentlich weggehen hier oben. Okay, das kann ich auch wegnehmen, sehr schön. Dann nehmen wir gleich noch ein bisschen Eisen mit. Dann würde ich sagen, fällen wir noch ein Baumwindchen. Dann holen wir uns noch die Steine und dann schauen wir mal, ob unsere Bestellungen angekommen sind. Das wäre nämlich sehr gut. Vielleicht können wir dann mal ein anderes Gericht machen. So, der Baum. Hier noch ein bisschen Kohle. Ist gar nicht so viel Kohle drin hier, ne? Aber wir nehmen sie auf jeden Fall mit. Wie sieht es denn aus? 23. Naja, und von dem anderen haben wir auch noch ein bisschen was. Ist okay, das können wir auf jeden Fall. Wie sieht es denn hier aus mit Brennstoff? Das packen wir hier alles rein, dann ist es fort. Bestellung ist da, sehr schön. Geld habe ich ja sowieso keins mehr. Leider. Aber wir schauen mal, ob wir vielleicht was machen. Also Fisch könnten wir auf jeden Fall wieder braten. Irgendwas mit Paprika. Hier fehlen uns halt Pilze und Sahne, ne? Und hier fehlt uns roher Fisch. Gemüsebrühe, hier fehlen uns 3 Teeblätter. Wie viel Tee habe ich denn? Oh, ich habe echt nur 2 Teeblätter bestellt. Ich brauche 3 Teeblätter. Aber die Frage ist, ist denn das mit dem Tee noch hier aktuell? Ja. Aber da brauche ich auch noch eine Aubergine. Oder ist das eine Gemüsebrühe? Das ist eine Gemüsebrühe. Die könnte ich ja schon machen, da brauche ich auch eine Aubergine. Da kaufen wir uns auf jeden Fall mal eine Aubergine, dann schauen wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Tee bekommen. Ja, das reicht schon gar nicht mehr, ja. Reicht ja gerade mal noch für die eine Aubergine. Ich muss meine Kneipe aufmachen, ich habe nämlich überhaupt kein Geld mehr. Ach, vorher muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich hier bewässern muss. Oder ob das alles bewässert ist. Ich denke mal, das ist alles bewässert, ne? Ich denke mal, das ist alles bewässert. So, meine Miete streichle ich mal noch. Ja, der Fisch, der geht gut. Da habe ich sogar noch ein bisschen was. Bier bringt ein bisschen mehr. Der Getreidebrei, der bringt nicht. Verschwinde. So, und da braucht man Bier. Und was möchtest du? Du möchtest einen Fisch, okay. Das kriegt man hin, das kriegt man hin. Und gleich ein bisschen sauber. So, du kriegst dein Bier natürlich. Ach, und du möchtest noch ein Wasser haben. Kein Problem. Das eine Bier dort unten, das lasse ich auf jeden Fall noch ein bisschen länger reifen. Vielleicht sogar bis es ausgereift ist, muss ich mal sehen. Dann können wir da relativ viel Geld für verlangen. So, da brauche ich ja die Aubergine, dann kann ich die Gemüsebrühe machen. Dann kann ich sogar ein paar XP bekommen.
könnte natürlich mal hier schauen, ob ich hier schon wieder... Na gut, mit 8 XP klappt das nicht wirklich, ne? Den Wassertank können wir noch nicht freischalten und das ist noch nicht verfügbar hier alles. Okay. Neues Rezept Mörtel und neues Rezept Ofen. Ofen, Ofen, Ofen. Ofen ist ja der, den wir hier oben haben, ne? Ja. Aber das brauchen wir erstmal nicht, weil ich denke, mit dem, was wir hier haben, kommen wir relativ gut voran. So, du beruhigst dich mal ein bisschen. Wollen wir mal schauen, ob meine Aubergine da ist. Die ist noch nicht da. Schade. Ah, du willst Wasser haben. Und du willst ein Bierchen haben. Warte mal, da wische ich gleich mal über euren Tisch drüber. Fisch und Brei. Und Bier und Wasser. Ah, da unten ist noch ein Wasser, okay. Ja, noch ein Wasser, noch ein Bier. So, und dann müssen wir hier nochmal eine Runde wischen. Wasser. Bier. Und Dreck. Wasser, Bier und Dreck, das passt ja. Verschwinde. Das ist günstig. Es gibt noch ein einziges Bier hier. Ich meine, gut, das andere könnte ich holen. Aber wie gesagt, das wollte ich ja eigentlich noch ein bisschen reifen lassen. Wie sieht denn das aus? Ah, ich könnte es rausnehmen. 2,60. Ne, ich lasse es mal noch drin, sicherheitshalber. Ich lasse es mal noch drinne. So, das war das letzte Bier. Kann ich aber auf jeden Fall ein bisschen was kaufen. Auf jeden Fall brauche ich Gerste, denke ich mal. Gerste kann ich auf jeden Fall... Oh ne, das reicht nicht. Nehme ich 10 Mark Gerste. Vielleicht noch ein bisschen Honig. Oder 2 Mal Bitterhopfen. 4 Mal? Ja, komm. Meine Aubergine ist aber auch da. So. Raus mit dir. Ach, 2 Mal Wasser wollen die. Kein Problem, kein Problem. Krieg mal hin. Ich muss ganz schön rennen hier, ey. Da wird noch 2 Mal Wasser verlangt. Kein Problem. Du willst ein Wort sprechen? Da bin ich. Beruhige dich. Sehr gut. Warum wollen die alle Wasser haben hier? Wasser bringt mir nicht so viel. Ich müsste mir auch mal neue Kleidung anziehen. Die sieht so dreckig aus. Und jetzt muss ich erstmal die komische Suppe machen mit Aubergine und Kürbis, würde ich sagen. Mal sehen, ob es klappt. Da kann ich noch nichts machen. Ja, da muss ich erst auf meine Bestellung warten. So. 22 Silbermünzen. Also ich muss relativ schnell richtig viel gutes Geld machen hier. Mit Wasser klappt das natürlich nicht so.
verschwinde, raus mit dir. Störenfriede möchte ich nicht in meiner Kneipe haben. Na, endlich mal wieder jemand, der einen Fisch haben will hier. So, aber Aubergine und Kürbis. Habe ich denn jetzt noch alles drin? Ja, ein bisschen was habe ich noch drin. Brennstoff habe ich hier genug drin. Mal sehen, wenn das hier fertig ist. Bestellung geliefert, sehr schön. Aber hier dreht gerade auch jemand am Rad, ne? So, brauche ich zweimal Wasser. Was ist leer? Verschwinde, raus mit dir. So, da will noch jemand zweimal Wasser haben. Und komm her. Beruhige dich. So, jetzt schließe ich auf jeden Fall erstmal, damit ich mich um den Rest kümmern kann, ja. Ich werde aber gegen Abend auf jeden Fall nochmal aufmachen. Auf jeden Fall ist meine Bestellung jetzt geliefert worden. Wir schauen mal, ob wir uns hier mal ein paar XP holen können, ob das klappt. Ja. Sehr schön, haben wir 20 XP bekommen. Wunderbar. Die Bestellung ist auch geliefert worden. Dann machen wir natürlich die Tische sauber, bevor hier irgendjemand Neues reinkommt. So, dann kommt auf jeden Fall eine Kerze wieder hier drauf auf den Tisch. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Ne, die Gemüsebrühe nicht. Mach mal helles am besten. Dunkel, Gerste, hell, okay. Na gut, die eine Gemüsebrühe, die kann ich eigentlich. Die kann ich eigentlich mit hier reinmachen. Wie viel gibt's denn für die eigentlich? Oh, vier Silbermünzen ist relativ gut, muss ich sagen. Ah, das dort oben braucht halt jetzt alles noch ein bisschen. Wir könnten ja mal in der Zwischenzeit schauen, ob es hier unten was gibt. Ob der Bauer schon da ist, ob unsere Nachbarn schon eingezogen sind. Aber ich glaube, die sind halt noch nicht eingezogen. Was ist das hier? Ist das Eisen oder ist das Kohle? Ah, das ist Eisen, Mist. Ich wollte eigentlich Kohle haben. Schade, dass wir die Bäume hier nicht fällen können. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hallo, ihr Entchen. Ich glaube, hier wohnt noch keiner, oder? Oh doch, die sind schon da. Sind schon da, das heißt, ich kann hier. Also ist der Laden auch schon offen. Okay. Heute hat er natürlich geschlossen. Ist in Ordnung. Dann schauen wir gleich mal noch hier unten. Guck mal, hier ist noch ein Pilz. Den nehmen wir mit. Und dann gehen wir mal zu die beiden hier. Die kennen wir ja auch noch. Du bist Bobs Vater? Was? Nein. Bob sucht ihn, aber Bob findet nicht. Bob ist dein Name? Ja. Kleiner Violet gibt Namen. Bob sagt Danke. Ja, ist ein schöner Name.
Du Freund, Freund von Bob und Nugget. Nugget, wer ist Nugget? Nugget ist bester Freund von Bob. Sie ist sehr kluges Huhn. Sie hilft Bob in ihrem Shop. Also du verkaufst Dinge, richtig? Ja, du kannst schauen, sagt Bob, wenn dir was gefällt. Okay, Stein, Kupfer, Erz. Auf jeden Fall könnte ich hier... Ah, 13 kostet das. Naja, gut. Ich werde mal ein Ei auf jeden Fall kaufen. Bob haben nicht viele Besucher. Leute haben Angst, laufen weg, wenn sie Bob sehen. Du suchst also deinen Vater. Vater, Violet sagt, Vater liebt Bob. Bob weiß nicht, Herzstein tut weh. Ich verstehe. Vater lässt Bob allein, ganz allein und traurig. Bis Violets Familie getroffen. Sind gut zu Bob. Geben Bob Nugget. Nugget kümmert sich Bob jetzt. Wenn du Vater findest, sagt Bob Bescheid. Bob umarmt oder haut, wenn Bob Papa reden hört. Ich sag dir Bescheid, wenn ich irgendwas herausfinde. Du bist guter Mensch. Nugget und Bob mögen dich. Das ist schön. Das ist sehr schön. So. Bild nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Hier unten ist noch zu. Aromatische Pflanze. Bin mir halt immer noch nicht sicher, was wir mit der aromatischen Pflanze. Mit der aromatischen Pflanze machen. Überall Pilze halt, ne? Ich meine, ich nehme die mit. Für irgendwas werden die ja dann irgendwann mal gut sein, denke ich mal. Besser als nix, ne? Meine Bestellung könnte theoretisch gesehen auch geliefert sein. Mit den Leuten reden wir dann ein bisschen später hier, denke ich mal. Das machen wir noch. Wir haben auf jeden Fall Bob kennengelernt. Ich weiß halt nicht, was wir mit der aromatischen Pflanze machen. Aber wir werden es schon rausfinden. Irgendwas werden wir damit schon hinkriegen. Und warum hat das jetzt geklingelt? Ah, ich bin gleich wieder da. Ah, so, da bin ich wieder. Meine Güte. So, bestellt hat man ja nichts, aber wir haben immerhin Eier bekommen. So, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall meine Kneipe noch mal ganz kurz aufmachen. Da haben wir eins. Dann machen wir das dunkle Gerstenmalz mal noch. Das kommt alles hier rein. Vielleicht können wir es ja für irgendwas irgendwann gebrauchen. Ja, da hätte ich schauen können, ob ich vielleicht was machen kann. Obwohl, ja. Ja, mit meinem Bier, das ist noch nicht so richtig. Ne? Das ist noch nicht gereift. Ich wollte das ja halt länger reifen lassen. Ich kann ja mal schauen, wie sieht es denn aus hier. Vielleicht haben wir ja Glück. Das ist noch ungereift. Und hier haben wir mildes Ehl. Ja, das ist aber fast durch. Das lasse ich auf jeden Fall bis morgen noch drin. So, jetzt brauchen wir dreimal Wasser. Und da brauchen wir auch noch mal Wasser. Der möchte Fisch haben. Du möchtest Fisch haben. Du möchtest Fisch haben. Sehr gut. Ja, dann machen wir hier nochmal sauber. Zweimal Wasser, einmal Fisch. Ich denke mal, das werden dann die letzten Bestellungen sein. So. Dann haben wir zumindest ein bisschen was an Geld. Und dann können wir mal schauen, ob wir vielleicht irgendein anderes Essen machen können. Ja, wir könnten Gemüsebrühe machen mit Paprika. Fehlt mir halt Bierhefe. Ich brauche halt Bierhefe unbedingt. Ne? Die könnte ich mir vielleicht sogar kaufen. Muss ich mal sehen. Die bestelle ich mir noch. Bierhefe.
komm, machen wir 5-mal. Ich habe immer noch... Oh, ein verzauberter Besen. Schau in deine Lieferbox nach. Ah, jetzt kann der macht endlich für mich sauber, ja. Sehr schön. So, wo packen wir den hin? Den packen wir ja am besten hier unten hin. Der fängt nämlich an, automatisch sauber zu machen. Der hilft mir definitiv, den Boden sauber zu halten. Dann brauche ich das nämlich nicht alleine machen. Ah, das braucht. Das braucht alles noch bis morgen. Ist aber in Ordnung. Wir haben noch ein bisschen Holz. Wir könnten auf jeden Fall noch Holzbretter machen. Die können wir noch anschmeißen. Das müsste eigentlich klappen. So, und Stein sollten wir auch machen. Da können wir sogar einen Steinweg machen. Was ist das hier? Ein Ofen können wir hier machen. Ein Ofen, da brauchen wir 20 Eisenblecher. Werkbank haben wir eine. Die haben wir. Vogelhäuschen haben wir keins. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Hier können wir noch Feuerholz machen. Nägel machen wir von da noch ein bisschen. Und Eisenbleche können wir machen. Ofen haben wir halt einen, brauchen halt 20 Eisenbleche, ne? Aber es ist auch 0 Uhr jetzt, also. So, das Vogelhäuschen. Ja, das passt schon. Holz haben wir relativ viel. Wie sieht's denn hier mit Brennstoff aus? 72. Packen wir das rein. Machen wir mal noch so einen polierten Stein. Ja, 3 Steine habe ich noch. Sehr gut. Bretter sammeln wir. Das Vogelhäuschen braucht noch ein bisschen. Stellung ist eh noch nicht da. Ein schwarzes Brett können wir später mal schauen. Und die Bleche, die kommen hier hin. Die brauche ich vielleicht irgendwann mal für irgendwas. So, das Vogelhäuschen kriegt man auf jeden Fall auch noch hin. Hab zwar keine Ahnung, was das für einen Zweck erfüllt. Aber das passt schon. So, ich denke mal hier gießen. Bin ich mir halt nicht sicher, ob ich hier immer gießen muss. Mach's einfach. Kann ja nicht schaden, ne? So. Wenn wir dann genug Punkte haben, können wir auch auf jeden Fall uns ein bisschen aufbessern. So, warte mal, das ist fertig, das ist fertig. Ne, warte mal, das ist die Gemüsebrühe, die kommt auf jeden Fall hier rein. Hier brauche ich halt die Bierhefe noch. So, da brauche ich die Bierhefe noch. Wie sieht denn das hier unten aus? Das ist auf jeden Fall immer durch. Es gibt schon 2,85. Das sind 11, Adi. Das packen wir auf jeden Fall mit hier rein. So, Wasser haben wir noch 13. 1,50 Uhr ist es. Ach, und die Gemüsebrühe können wir auch hier reinpacken, so. Das kommt da rein. Dunkle Gerstenmalz. Ja, die können wir ja machen. Aber wie gesagt, Bierhefe kommt halt später. Dann machen wir nochmal Brei hier aus Weizen, würde ich sagen. So. Dann haben wir Weizenbrei, unsere Miez wird gestreichelt, ich muss ins Bett, ich weiß, den Ofen können wir ausmachen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Travelers Rest wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschüssi.